Du hast dich selber gewählt, ja. Mann! Das muss wahrscheinlich die langweiligste WhatsApp-Gruppe sein, die es bei WhatsApp auf der Welt gibt. 3, 2, 1. Was? Dann bist du schon so ein bisschen Fake-YouTuber, ne? Ich finde, das ist eine große Farce, die hier gerade gegen mich läuft. Cotton Candy Blueberry. Oh! Oh, mein toller Gott! Ey, wir machen uns selber! Okay, oh mein Gott! Das erste Mal, dass wir hier zu viert eine Challenge aufnehmen. Das ist sehr eng. Ja, so ist das halt. Beschwer dich mal nicht. Was ist denn dein Problem jetzt hier? Du, stopp, bevor wir das Video starten, Danja, ich habe Danja heute Morgen extra geschrieben, kannst du bitte einen Hocker mitbringen, weil ich mit dem Bus komme? Sie so, ja, ich kann einen mitbringen. Sie kommt hier, oh, habe ich vergessen. Ja, es ist Danja. Ja, gut, wollen wir? Können wir. Ja! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zur ersten richtigen Challenge hier zu viert. Mit Tom, Lena, Danja und mir, Karl. Wir haben ja schon mal die Bescherung hier zusammen abgedreht und so, aber das ist wirklich die erste Challenge zu viert, die wir hier in Real Life aufnehmen. Und zwar zu dritt. Jetzt ist mit Tom mit zu viert. Ja, richtig. Ja. Richtig. Wir werden natürlich klassisch heute eine Wer würde eher Challenge machen. Jeder von uns hat ein paar Fragen aufgeschrieben und es sind nur Leute da, also wir können nur Leute auswählen, die heute auch da sind. Also okay, Claudia und Katja. So, wir können nicht Lester. So, und ich würde sagen, ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Ich hoffe natürlich auf eine fruchtige Diskussion. Na super. Ich glaube, dann sind meine Fragen. Okay, wer würde eher alles alleine machen? Na zwei, aber. Achso, können wir schon? Ja, einmal bitte Namen laut sagen, nicht auf die anderen gucken. Ich sag Kahn. Danja. Ich? Ja. Ach cool, Danja hat auch Kahn, also mich. Aber ich war zwischen euch beiden. Okay, warum habt ihr euch für Danja entschieden? Das interessiert mich jetzt mal. Wir haben letztens noch drüber gesprochen mit Max. Ach so, ja, stimmt. Dass du gerne viel alleine machst. Ich mach auch gerne Sachen alleine, das stimmt. Aber ich glaube, Kahn ist noch mehr der Lone Wolf als ich. Ich glaube auch. Also ich glaube, jetzt aktuell so, wie es gerade ist, glaube ich, würde Kahn weniger alleine machen als ich, wenn wir einfach unsere aktuellen Situationen so nehmen. Ach so, ja. Aber rein vom Charakterlichen her wäre es eher Kahn, aber ich liebe es, Sachen alleine zu machen. Ja, das stimmt. Also es ist beides valide. Genau, also ich würde, nach mir würde ich auch viel mehr schon Danja sagen. Dann wobei, Tom und dann Lena. Mit. Ich glaube, Tom wäre noch at least. Ich glaube, Tom macht nicht so viel alleine, oder? Nee, nicht wirklich. Also, du bist schon so ein bisschen kleiner Angsthase. Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich bin schon gern alleine, aber wenn es jetzt um Unternehmung geht, das mache ich selten alleine. Boah, Unternehmung, großes Wort. Also deswegen, also ich glaube, so wir beide schon auf einem Level, danach Lena und danach Tom. Na, vielleicht bin ich auch eher so auf Toms Niveau. Ich glaube schon. Weil ich habe so das Gefühl, ich habe Lena noch nie was alleine gemacht. Also so alleine irgendwo hin. Aber bist du nicht mal alleine im Zug unterwegs oder so? Oder? Ja, also so für Termine und natürlich. Aber wenn ich, mich entscheide. Das wäre auch ein bisschen krass, wenn du jetzt zu jedem Termin sagst, ich kann da nicht alleine hin. Das wäre so klassisch so, ich kann jetzt nicht beim Arzt anrufen. Ich kann mal Tanja vorher. Komm mal mit. Da war die Stelle ganz schlimm, als die Eltern nicht mehr beim Arzt angerufen haben. Oh ja, ganz schlimm. Immer noch schlimm. Ganz schlimm. Okay, Danja. Ja. Komm, wir gehen immer so durch. Okay. Also ihr müsst wissen, wir haben drei Stühle für vier Personen gerade. Ja, wir sitzen hier gerade so. Ich glaube, ich bin noch am gemütlichsten hier. Ja, du bist am allergemütlichsten. Oh, schön. Das ist auch mein Sessel. Wie ist es denn auf dem Thron? Ja. Wer würde eher diese Welt gegen eine Pokémon-Welt eintauschen? Das ist eine richtig gute Frage. Und das ist eine ganz klare Antwort für mich. Okay, 3, 2, 1. Tom. Ich habe auch mich selbst. Ich sag auch immer, wenn ich in einer Welt leben könnte, dann wäre das Pokémon. Ja. Ich sag Danja. Ich auch. Ich musste mich zwischen mir selbst und Danja entscheiden. Ja, also Lena und ich, wir fallen da komplett raus, auch wenn ich es cool finden würde, aber ich wäre jetzt unter uns vier definitiv nicht Platz 1 oder 2. Nein. Aber ja, okay, guck mal, Danja auch. Hör dich jetzt auf zu beschweren, das ist deine eigene Schuld. Hättest du den Hocker... Du hättest auch einen Hocker mit. Ja, aber ich bin nicht beim Auto da. Soll ich durch den Bus mit so einem Hocker laufen? Ich will jemanden verletzen. Wie sitzt du denn? Ich sitze nur auf einer Pobacke auf einer Pobacke. Ja, so muss das auch sein. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Tom viel mehr dieses Pokémon... Weiß ich nicht. Fieber hat. Na, das weiß ich auch nicht. Also vor allem gerade die letzten... Du hast dich selber gewählt, Mann! Ja. Die letzten Teile Pokémon haben das so ein bisschen zunichte gemacht. Aber ich wäre schon gern Pokémon-Trainer. Ich wäre eher so der Rocco. Ich würde mich eher um die Pokémon kümmern. Ja. Aber ich habe, glaube ich, auch immer gesagt, so wenn wir darüber geredet haben, in welcher fiktiven Welt wir leben, wäre das eindeutig Pokémon. Ja. Das ja, aber ich glaube, wenn wir darauf nochmal gucken,
dass es noch ein paar alternative Welten gibt. Ich glaube, Tom, außer Pokémon gibt es noch eine Welt, die du eintauschen würdest? Wahrscheinlich nicht, nee, oder? Ich glaube ja nicht. So, aber bei dir gibt es voll viel. Es wäre noch Harry Potter, wäre noch da. Animal Crossing. Animal Crossing. So, es gibt wahrscheinlich. Entschuldigung, dass ich viel interessiert bin. Ja, aber das meine ich. Bei Tom wäre es so. Nur bei, also Herr Tom, du würdest auch in Animal Crossing. Ja, aber habe ich auch gerade schon also, gesagt. Aber jetzt Crossing mal ernsthaft, du würdest ja auch leben. Wir haben literally eine WhatsApp-Gruppe, die sich um Animal Crossing dreht. Die ist zwar aktuell nicht belebt, aber wir haben eine Gruppe. Das sagt ja schon viele. Das muss wahrscheinlich die langweiligste WhatsApp-Gruppe sein, die es bei WhatsApp richtig, auf der Welt gibt. Richtig gute Gruppe. Gut, Lena, dann zieh mal. Ich nehme mal einen. Und nicht von, drücken. Nee, ich nehme jetzt mal einen von hier unten. Ja, ich hab's gecheckt. Es war einfach nur nicht lustig. Doch! Wer würde eher in einer Kaufsucht verfallen? Oh. Das finde ich schwierig. Ja, ich sehe auch. Machen schon. Auf Go, wir machen auf Go. Wir machen noch nicht umdrehen, wir machen auf Go. Dann ein bisschen spannend. Ich sehe schon wieder zwei Personen direkt und ich kann mich nicht entscheiden. Na komm, ich nehme jetzt mal. Tom, hast du? Oder? Ja, ich hab. 3, 2, 1. Was? Hä? Ich hab mir auch selber gewählt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum denn ich? Also ich wo habt ihr mal was gesehen, das ich gekauft habe? Ich bin übelst geizig. Also ich habe von deiner Frau schon mal was gehört im Video. Ja, das ist ja was anderes. Das ist, glaube ich, genau das, also, wie es ist. Ich habe mich zwischen Kahn und Daniel entschieden, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe bei dir das Gefühl, so, du gönnst dir gerne mal was, weißt du? Ja, doch, die Tastatur allein, wie viel hat er sich denn davon auch schon wieder geholt? Haben wir nicht letztes Mal geredet, dass ich Klamotten gefühlt über Jahre trage? Ja gut, also, ja, Klamotten, aber es muss ja um Klamotten gehen. Also ich habe meine Klamotten auch über Jahre. Ja, aber bei dir sehen sie auch schlecht aus, bei mir sieht sie halt gut aus. Ich weiß jetzt nicht. Ja, aber ich würde dich schon, also, wir beide sehen dich ja definitiv über mir. Ich sehe mich da, glaube ich, schon vorne. Ja, ich wäre da, glaube ich, eher prädestiniert. Ich glaube, du würdest wahrscheinlich nicht unbedingt so für dich alleine was kaufen. Du würdest wahrscheinlich, du bist, glaube ich, eher so der Typ, der sich so einzelne teure Pieces kauft. Ja. Und ich würde, glaube ich, eher so mehrere Sachen kaufen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist der Unterschied. Das stimmt. Tom! Ja. Wer würde eher einen Monat aufs Zocken verzichten? Noch nicht umdrehen, ne? Ich finde, es kommt sehr auf den Monat. Kommt ganz sehr drauf an, was so rauskommt. Seid ihr alle soweit? Ja. Ja, warte, ich musste noch mal. Ja, okay. 3, 2, 1. Lena. Ja. Außer es kommt Final Fantasy raus. Und es kommt demnächst, es kommt. Kommt ein Remaster, glaube ich, oder? Kommt nicht ein Remaster? Das ist die ganze Zeit. Daniel, übertreib jetzt mal nicht. Dann rutsch mal ein bisschen auf. Lass mich doch zwischendurch. Die ganze. Ganz ehrlich, Kahn, du kannst dich gerade nicht. Was? Lass mich doch zwischendurch einfach. Aber Lena sagt doch die ganze Zeit, du kannst ein bisschen rüberrutschen. Ja, ich kann sogar. Ich kann auch noch ein bisschen. Platz. Das ist doch mein Schößchen. Willst du dich hier drauf? Tom sitzt voll gemütlich eigentlich da. Ich sitze mittlerweile auch nur noch so auf. Du kannst doch noch rutschen. Ich lasse dir ja extra Platz. Du kommst noch näher. Komm doch näher. Ich sehe da gar kein Problem gerade. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Weißt du, was das ist? Das ist die Revanche dafür, dass ihr in mein Studio eingebrochen seid und ihr halt den Sieg gespielt habt. Du hast gesagt, du fandest das okay. Ja, das war auch gut. Bleiben wir bei der Frage. Ich glaube, also Tom, du siehst dich selber, okay? Ja, aber das überrascht mich. Das ist übel. Also ich muss sagen, allein schon Videogame, ich bitte dich. Ja, aber lass mir das mal außen vor. Das kannst du nicht. Ja, ich habe es jetzt halt außen vor gelassen, weil ich privat an sich eigentlich ziemlich selten spiele, es sei denn, ich habe halt wirklich ein Spiel, was mich packt. Das heißt, dann bist du schon so ein bisschen Fake-YouTuber, ne? Nee, das ist nicht schon. Du machst es ja schon Spaß. Anschuldigung. Macht es schon Spaß, aber so an sich. Muss das Spiel schon richtig packen, so. Ansonsten habe ich kein Problem, okay, damit einen Monat nicht zu spielen. Okay, pass auf, ab jetzt. Einen Monat lang jetzt nicht mehr zocken. Ab jetzt. Okay. Dann jetzt das ist jetzt, scheint jetzt keine Aufgabe zu sein. Ist jetzt Jubiläum aber für einen Monat vorbei. Ja, aber ich sehe da Lena ganz stark. Also ich glaube, Lena, du bist nicht so die Zockerin. Nein, außer es ist ein ganz bestimmtes Spiel draußen. So, aber es ist jetzt nicht so, wenn dir langweilig ist, zockst du jetzt nicht eigentlich. Nein, also ich brauche es nicht. Also es ist nicht so, wenn mir langweilig ist, ich denke direkt, ich muss jetzt zocken. Das ist jetzt nicht der Fall. Also ich kann drauf verzichten. Wenn Final Fantasy rauskommt, ist Lena die Letzte, die hier... Ja, bin ich. Aber stimmt. Aber sonst nein. Okay, wer würde eher der beste oder die beste Klassensprecherin sein? 3, 2, 1. Ja. Was? Klar. Auf gar keinen Fall. Doch. Ich seh Tom da. Bei dir wäre es problematisch, weil, oh nee, ich stelle mir das also, anstrengend und katastrophal vor. Danja als Klassensprecherin stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Du kannst meine ganzen Klassenkameraden fragen. Ich war jeden Jahr Klassensprecher. Ich ja, wahrscheinlich, weil keiner Lust drauf hatte, weil du wahrscheinlich das wie so ein richtiger Wahlkampf, du hast das wahrscheinlich schon, ich stelle mir das schon so vor, so Wochen vorher läuft sie schon so mit Plakaten alleine, wie ihr schon hier anfängt. Verteilt so Flyer.
verteilst du Flyer in den Sommerferien. Hey, wenn du noch nicht weißt, wen du wählen sollst als Klassensprecherin, ich stehe wieder zur Wahl und falls du mich wählst, also ganz klassisch wie so ein Hollywood-Film, so, und andere sind da einfach so, boah, ich habe gar keine Lust, gegen sie anzutreten, weil dann wird das so eine richtige Schlammschlacht. Aber nee, eigentlich gar nicht. Es war tatsächlich so, wie du gesagt hast, es hatte keiner Bock da drauf und ich bin einfach jemand, der sehr ungerne einfach Sachen so schleifen lässt, sondern ich gehe Sachen halt auch an. Ja. So, das bedeutet, wenn irgendwas gemacht werden ja, aber es ist ein Unterschied. Und du ja. machst das halt nicht und deshalb kannst du es auch gar nicht machen. Stopp, stopp. Sachen angehen, das tue ich. Das tue ich. Das tue ich. Aber ich mache das nicht so eklig wie du. Tom. Ja. Also ich habe Danja gewählt, weil ich mir irgendwie vorgestellt habe, dass sie das die einzige Person von uns Vieren ist, die Bock darauf hätte. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, Lena, du bist da auch komplett raus. Ah, Mittelding, kommt drauf an. Also ich will mich nicht komplett rausziehen, aber ich bin nicht auf Platz 1. Nicht auf Platz 1. Ja, ich glaube auch. Weil ich glaube, bei Lena wäre vielmehr das Problem, dass du, also das wird sich doof klingen, aber ich glaube, du hättest so ein bisschen, Angst ist das falsche Wort. Ja doch, vielleicht schon so ein bisschen, dass du es dir mit ein paar Leuten dann irgendwie vermiest. Vielleicht mit deinen Freunden oder so. Bei Freunden, ja. Ja. Also bei Leuten, mit denen... Ja, mit denen du keinen Kontakt hast, nicht. Aber dass du zum Beispiel, wenn du was Falsches machst, dass dann aber ja dann sauer wäre auf dich. Warum hast du Tom gewählt? Weil Tom so, ich finde, glaube, Tom wäre so, ist einfach... The choice of the people. Okay. Ist einfach so People-Mensch. Ich glaube, Tom hat selber einfach gar keine Lust auf sowas. Tom würde einfach sagen, ich nehme die Wahl nicht an. Ja, und dann ist es wieder Danja. Und die freut sich über zwei Stimmen und eigentlich hat keiner Lust drauf. Gut, Danja, du bist. Wer würde eher das Klo verstopfen? 3, 2, 1. Nein. Nein. Ich weiß ganz genau, dass sie das wissen. Nein, auch wenn wir momentan... Kann damit jemand auf Kahns TikTok-Account vorbeischauen? Auch wenn wir momentan... Wie viele deiner Videos drehen sich darum? Wie oft jeden Tag unterhalte ich mich mit dir darüber? Jeden Tag. Erzählst du mir davon. Jeden Tag höre ich das. In deinem TikTok-Account kommt es sehr oft vor. In Videos reden wir ständig darüber. Nee, also das ist hier eine große Lüge, einfach nur, damit du dich nicht selbst wählen musst. Ja. Und ich stelle mir gerade eure Konversation am Morgen vor. Hi Danja, ich habe heute schon wieder das Klo verstopft. Ja. Das ist das Erste, was kommt. Also ich weiß jetzt nicht, wovon du redest. Mhm. Ich lasse das jetzt mal relativ unkommentiert. Ja. Ich glaube, es ist auch ein Zufall, dass ich gestern mit Handwerkern sprechen musste, weil unser Klo verstopft ist. Ja. Ich denke, das ist ein reiner Zufall. Ja. Ich glaube, das liegt daran, dass das Klo halt einfach schon alt ist. Und Tom bei dir zu besuchen. Ja, genau. Kann sein. Lass dich unkommentiert. Ich finde, das ist eine große Farce, die hier gerade gegen mich läuft. Eine Farce! Jetzt geht's aber los. Ja, ich sag die Wahrheit tut weh. So. Ja, danke. Gerne. Ja, gut, okay. Lena, mach weiter. Ehrlich, ich lass das unkommentiert. Du hast aber ganz schön doll dafür kommentiert. Kann sein. Wer würde eher all-inclusive Strandurlaub machen? Ich hab. Oh, finde ich schwierig. Ich finde gar nicht schwierig. Ich war zwischen zwei Personen. Mhm. Sagt, zählt runter, sonst kann ich mich nicht entscheiden. 3, 2, 1. Ich sag Danja. Danja. Ich auch. Ja. Alle Danja, du auch? Ja. Ja. Ich glaub, Danja ist so. Also du würdest das zwar auch nice finden, so, aber du wärst so nach, keine Ahnung, nach zwei Tagen hättest du keinen Bock mehr. Richtig. Aber ich könnte durchaus zwei Wochen am Strand liegen und gammeln. Warum? Aber all-inclusive? Übelst gut finde. Also all-inclusive mag ich halt meistens das Buffet nicht. Ich würde wahrscheinlich dann irgendwo anders essen gehen. Also ich brauche diesen all-inclusive einfach nicht, aber... Aber du weißt auch, ich glaube, dann ist auch so, kennt ihr so die Leute, die dann beim Hotel arbeiten, also das Animationsteam, die suchen dann immer Leute zum Volleyball spielen und alles drum und dran. Und ich glaube, dann wäre immer die Person, die sagen würde, ja, ich mache jetzt mit, weil keiner da ist. So, und dann ist, aber trotzdem wäre dann ja immer wieder die Schlechteste im Team. Und wenn, ich kann auch kein Volleyball. So, und wenn sie dann immer dann auftaucht, dann kommt immer dieser Blick so. Hast du schon mal in einem Hotel, wo man Volleyball spielt? Klar, natürlich. Okay, als Kind. Ich war noch nicht in einem Hotel, doch, wo man Volleyball spielen konnte. Na gut, bei uns war es dann immer so, wo Fußball gespielt wurde, ich wurde natürlich immer als Erstes gewählt. Ja. Nachdem die gesehen haben, wie ich Fußball gespielt habe. Das ist einfach nur wieder viel zu viel geredet. Ja, das ist auch der Einzige, der mitgemacht hat, oder? Ja, richtig. Und so ein paar 50-jährige Opas und so. Die habe ich dann getunnelt und ja, war alles gut. Ja, aber ich glaube, also Lena ist komplett raus, das wissen wir, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Tom sehe ich da auch ehrlicherweise. Ich glaube, es ist nicht für mich. Also dann ja schon viel mehr, weil sie halt auch so ein bisschen Omi-mäßig ist. Ich brauche die Berge, ich muss wandern. Also was soll ich am Strand? Sorry. Entspannen, Sonnentanken. Da kann ich aber das ist echt, ich find's echt ein bisschen komisch, dass gerade ihr beiden euch gut versteht, weil beim Thema Urlaub seid ihr komplett
Plus ja, man muss sich ja nicht, man muss ja nicht beim Urlaub gleicher Meinung sein. Ist doch okay. Danja bleibt im Hotel, entspannt sich, ich gehe den nächsten Berg. Ich versuche eigentlich nur ein paar Gründe zu finden, dass ihr euch mal streitet, aber es funktioniert irgendwie nicht. Aber ist okay. Tom, ja. Du bist dran. Wer würde eher eine Backpfeifenmeisterschaft gewinnen? Kennt ihr das? Wer von uns hat einen deftigen Schlag? Also ich habe die Frage gestellt. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Das läuft auf meiner For You-Page ist das immer wieder, wo dann die Leute so. Ja, so mit Puder. Ja. Einfach so und dann so komplett umfallen. Ich weiß noch nicht, warum man das freiwillig macht. Okay. Ich hab was. Ja. Ich auch. Das ist sehr random Manier. Dann doch, mach einfach mal. 3, 2, 1. Ich hab auch Lena! Ich hab auch Lena! Ich hab Tom. Was? Ich hab Tom? Doch, warum ich? Moment, mal. Da habe ich letztens auch noch mit Max drüber geredet. Ich habe nicht mal eine Ahnung. Nein. Ich habe nicht mal eine Ahnung. Ich habe mit ihm drüber geredet. Dass wenn ich in irgendeiner Art und Weise in eine Handgreiflichkeit geraten würde, ich hätte keine Ahnung, wie man das macht. Also ich habe keine Ahnung, wie man einen Schlag ausführt. Ich glaube, dass wir alle vier auf einer Linie. Ich glaube, wir wären die erste Person, die so einen Hahn ziehen würden und dann einfach weglaufen würden. Um noch mal kurz bei Lena zu bleiben. Ich sehe Lena definitiv da. Ich glaube, die hat schon einen echt heftigen Schlag. Ja, ich glaube, wenn die so wütend ist und so einen so ausholt und bam, kommt, dann liegst du schon. Also, dass ich auch gestern eine Stunde wieder Pump gemacht habe und so ein paar Gewichte. So, genau. Das ist es. Wer würde aber verlieren von uns? Wer würde als erstes raus? Also, ich glaube, ich würde als erstes, weil ich direkt anfangen würde zu heulen. Nee, ich glaube, ich würde zu verlieren. Ich bin da noch viel so, oh, bitte nicht. Ja, doch, glaube ich schon. Ich glaube, du würdest nicht mal antreten wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ich würde so im Grund suchen. Antreten so, ich habe eine Zerrung. Du weißt, was du sagen würdest? Du würdest sagen, mir geht's heute gar nicht gut. Ich habe, glaube ich, ein bisschen so Magenprobleme. Ja, ja. Ich bleib heute lieber zu Hause. Leute. Aber ich guck's mir im Fernsehen an. Bevor, dann guckst du es dir nicht mal an. Bevor ihr, das stimmt. Und bevor ihr jetzt Tom erklärt, die beste Ausrede, wo einfach keiner nachfragt, wenn ihr krank machen wollt. Ich weiß, das ist jetzt nicht gut, ich bin kein gutes Volk, aber sagt einfach, ihr habt Durchfall. Ja. Weil da fragt keiner mehr danach. Weil das einfach okay, alles klar, verstehe ich. Ich finde aber auch zu sagen, ich habe Durchfall, ist schon so ein bisschen Oversharing, oder? Ja, muss stimmt. Man auch einfach stimmt. Erzählen. Aber das ist es, weil dann die Leute so gar nicht danach fragen, so, wen interessiert das schon? Ihr habt Tom gewählt, warum? Weil ich glaube, Tom ist doch voll der Süße, der wird sowas gar nicht machen, aber Mann. Tom hat halt einen deftigen Schlag und ich glaube, der würde das halt auch kann, gut. Kannst du das nochmal kurz zeigen, deine Aktion gerade? Nein. Oder, so. Nee, es ist ja Backpfeife. Es ist ja nicht Faustschlag, es ist ja Backpfeife. Und ich glaube, Tom wäre so. Der würde auch da stehen. Wenn wir jetzt gerade so sehen, Tom hat auch voll die immense Hand. Videobeweis. Ja. So, der kann eigentlich schon gut wegklatschen. Ja, ich glaube, Tom würde halt so eine gute Backpfeife verteilen. Ich glaube, der hätte auch so die Stamina, um stehen zu bleiben. Ja. Ich glaube, Lena könnte übelst austeilen, aber wenn bei Lena das so wäre, dass es Gegenüber nicht bei der ersten Backpfeife K.O. geht, dann wäre Lena direkt raus. Wisst ihr, was ich mir gerade vorstelle? Wenn wir vier, also jeder von uns so eine Backpfeife bekommen würde und wie man so am Taumeln ist, ich glaube, das würde sehr, sehr witzig aussehen. Ich will es nicht. Ich bei jedem nicht von uns. Nein, ich will. Wollen wir das mal testen? Nein, komm, steh mal auf. Wir geben jetzt mal eine Backpfeife. Ich gebe hier eine. Da warte ich schon seit, keine Ahnung, wie viele Jahre. Das ist echt ein bisschen fies. Weil ich mach das aus empirischen Gründen. Du machst das aus persönlichen Gründen. Tu mal nicht so, als ob nur du diese Wörter kennst. Die ganze Zeit empirisch. Was war's? Was hatte ich gesagt? Ich weiß nicht. Gut. Eine Farce. Kein Fasan. Eine Farce. Wer würde eher im Lotto gewinnen und es verchecken? Oh. 3, 2, 1. Ich hab noch gar nicht. Ach so. Hallo. Okay, zeig doch nicht. Ich hab noch nicht geguckt. Okay, 3, 2, 1. Okay, wir haben wieder ein Unentschieden. Ich sag auch Tom. Ah, ich würde das okay. So verchecken. Bist du so vergesslich? Ich bin also, auch mal ein bisschen verpeilt auf jeden Fall. Ja. Darf ich kurz was sagen? In der Schule. Nee, nicht in der Schule. Ich glaube, du bist auch so dieser Typ im Restaurant, der so macht. Nein, voll nicht. Ich bin voll nett im Restaurant. Sorry, aber wer schnitzt, wird sowieso nicht dran genommen. So, ja gut. Hallo. Warum du es nicht bist? Wir waren auf dem Weg, ich glaube nach München, und es war der Mittwoch. Und Danja hat Lotto gespielt. Nein, nicht nur. Wir haben Lotto gespielt, weil wir beide gesagt haben, wir werden jetzt richtig lucky so, heute. So, aber wir haben danach auch direkt die Zahlen gecheckt. Also bist du für mich raus. Du würdest es nicht verchecken, wenn du spielst. Warum? Weil du so selten spielst. Tom würde einmal im Jahr spielen, er wird den Euro-Jackpot knacken. Die ganze Welt würde nach diesem Typen suchen. Der würde zu Hause wahrscheinlich vorm Fernseher sitzen, guckt gerade seine schöne Stuttgarter Mannschaft und würde es komplett verchecken. Dabei könnte er die Mannschaft kaufen. Ich glaube einfach, ich würde das Ding ausfüllen und dann einfach vergessen, dass ich sowas überhaupt ausgefüllt so. Habe. Nee, das ist auch aber wie bei dir und als du den Gutschein für Flo holen wolltest, da hast du den Gutschein gekauft und was vergisst du an der Kasse?
Den Gutschein. Den Gutschein. So, und das ist dann ja, es ist ein typischer Daniel. Ja, das stimmt, es ist schon gut, das Unentschieden. Aber deswegen ist für mich dann ja 1A vorne. Sorry, ja. Da sehe ich doch. Ist okay, nicht. Ist okay. Ich würde sagen, jeder macht noch eine Runde. Mhm, wer ist dran? Danja ist dran. Ich? Danja, ja. Guck mal, Danja hat es auch schon vercheckt, dass sie dran ja. ist. Ich mache noch den Abschluss. Ich mache dann noch einen zum Abschluss. Wer würde eher 100 Anrufe in Abwesenheit haben? Habe ich? Das ist mir auch schwierig. Ich überlege gerade kurz. Für mich ist das ganz klar hier, die Geschichte. Das ist wieder so dieses, ehrlich, das ist so... Ja, aber nee. Habt ihr es? Ja, ich hab. Hast du es? Ja. 3, 2, 1. Oh. Ja, also... So oft nicht erreichbar für Lena und Tom. Ja, das stimmt. Anscheinend. Aber nicht nur anscheinend für uns. Warum? An das Video mit deiner Frau. Erinner dich mal bitte. Ah ja, stimmt. Ja, da war vielleicht was. Vielleicht musst du da selber dein Schild ändern. Kann sein. Also ich sehe mich auch, also unentschieden, ja. Ja, also unentschieden. Ich habe mich gewählt, weil ich mein Handy einfach immer auf Stumm habe. Das ist immer auf Stumm, ja. Und wenn das halt irgendwo gammelt, dann gammelt das halt. Aber ich bin immer noch der Meinung, Danja ist diese Art von Person, auch bei den Verspätungen das gleiche Thema. Du sagst immer, das ist hier voll peinlich. Ist auch. Aber Danja, die brüstet sich damit. Ich so, mich doch, nicht. Doch, du bist voll diese Person, so, du bist dieses, du bist voll dieses so, oh ja, ich bin zu spät wieder, tut mir leid, so. Und ich schon mal einfach. Safe, du machst das extra, weil irgendwann müsstest man das doch irgendwann im Kopf haben, ey, wenn ich sage, wir treffen uns um 9 Uhr im Studio, dann bin ich auch mal vielleicht spätestens 5 nach 9 da und nicht jedes Mal 9:30. Also heute war es nicht mein Ja, heute war es Lena schuld, aber ist okay. Schuldig. Okay. Schuldig. Ja, aber Anrufen, Abwesenheit, ich war pünktlich, ich war am Bahnhof, ich habe Lena abgeholt. Ich war dann hier. War nicht meine Schuld heute. Heute war es Lena Schuld. Wir sollten vielleicht auch noch erklären, oder? Wir haben ja, ich finde auch. Ja, ich werde das ruhig. Also schaut euch das Video bei Kahn an. Ich finde es sehr unnötig. Das deine Erklärung alles. Ist absolut unnötig, weil das hat gar nichts mit Anrufen zu tun. Jetzt will ich eure Erklärung hören. Nee, ich habe das Gefühl, dass falls ich mal einen Anruf von Kahn verpasse, ich rufe aber immer relativ schnell zurück, dann, wenn ich den verpasse. Stimmt. Und dann geht Kahn nie ran. Er geht nie ran. Und ich denke mir, Junge, du hast mich vor literally 2 Sekunden angerufen. Du kannst. Ja, okay. Ja, okay, ja. Was soll ich machen? Sorry, du musst eigentlich. Dann geht halt ran, wenn ich anrufe. Weil Danja geht. Nein! Danja geht ran. Danja auf gar keinen Fall. Danja bleibt bei Danja. Okay, so, was haben wir noch? Wer würde eher einen neuen Drink rausbringen? Ich hab was. Ja. 3, 2, 1. Sind wir uns einig? Ja. 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 Ja, kein Gestreit. Nee. Ja, wow. Also ich glaube auch, was das wäre, wüsste ich jetzt gerade auf Anhieb nicht. Was hättet ihr denn für so Ideen? Ich mache jetzt einfach Research. Ich sage, Kahn würde eine Sorte mit Prime rausbringen, so eine eigene Prime-Sorte. Oh. Und das wäre Cotton Candy Blueberry. Also es darf am Süßen wirklich darf es alles übertreffen, was es gibt. Das war so wunderschön. Ja, ich weiß, es war jetzt auch richtig auf dem Kopf, ne? Das war, ey, das war perfekt. Das war wirklich, das war perfekt. Einfach. Das war perfekt. Ja, witzig aber, Hashtag bisschen Werbung vielleicht, weiß ja, ich nicht. Ja, nicht Werbung, weil du hast es zugeschickt bekommen. Nein, das nicht. Es geht nicht um Prime. Ja, ich habe Prime zugeschickt bekommen, aber ja, ist okay. Schöne Grüße an Claudio. Ich war gestern zum ersten Mal bei einer Firma für meinen Merch. Ich bin gespannt. Und vielleicht, ich will nicht zu viel versprechen, vielleicht schaffen wir es schon bis zum Sommer. Bis zur EM, also vor der EM. Weil, das ist wichtig. Schauen wir mal, was wird. So. Wir freuen uns, ich bin dran, glaube ich. Ja. Wer würde eher beim Essen oder Trinken kleckern? Habt ihr? Ja. 3, 2, 1. Ey, wir machen uns selber! Ey, das ist gut! Seid ihr alle auch so? Ja. Ja, ja, toll. Ja. Absolut. Ich habe deswegen ständig auch meine Hand immer so davor, weil ich denke, oh Gott. Also ich könnte voll so ein Lätzchen brauchen. Ja, ey, das wäre mal eine Erfindung. Das könnte man als Merch rausbringen. Vielleicht so eine Gruppenmerch, so ein Lätzchen. Das wird. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, weil wo wir jetzt auch in Urlaub geflogen sind, ich hatte halt wieder so meine beige Jogginghose an und ein weißes T-Shirt. Und meine Frau hat schon gesagt, zieh das bitte nicht an. Und ich glaube, beim Flughafen hat es eine halbe Stunde gedauert. Ja, und dann hatte ich den einen Fleck drauf. Ja. Ja. Ich habe letztens, als ich am Flughafen war, habe ich mir so ein Getränk geholt und habe das so neben mich gestellt und ich hatte das zugedreht und dann ist es einfach komplett ausgelaufen. Nein! Und dann saß ich da und hatte einen nassen Pebbles. Das war ein bisschen blöd. Das passt. Okay, letzte Frage für heute. Wer würde eher barfuß auf eine öffentliche Toilette gehen? Nee. Was? Ich sehe niemanden. Also die Person, die ich jetzt dran nehme, bitte nicht zu persönlich nehmen. Ich sehe niemanden. Ja, doch, ich sehe da schon jemanden. Ich sehe da sogar zwei Personen. Nein, ich will nicht entscheiden.
Tom, das war auch schon relativ schnell. Bei Tom war auch schon relativ schnell die Antwort. 3, 2, 1. Ich hab eigentlich keine Ahnung. Ich auf gar keinen Fall. Was? Ich auch nicht. Sag mal, bist du? Ich hab dich einfach nur gewählt, weil ich irgendwen wählen musste. Aber ich würde niemals Karl. Das bitte erklär mir mal. Lena nimmt das gerade richtig persönlich. Direkt dieser Blick. Also, weißt du warum? Relativ aus pragmatischen Gründen, weil du gehst ja relativ, also hast ja auch selber gesagt, so wandern und so alles. Aber nicht barfuß. Ja, aber ich glaube, wenn es dich anders geben würde, dann würdest du auch barfuß auf eine öffentliche Toilette gehen. Never. Tu nicht so, ich hatte dich letztens erwischt. Warum habt ihr Tom gewählt? Weil ich jemanden wählen musste und ich wusste, ich kann es definitiv nicht sein. Ich wusste, du bist es nicht. Und dann war die Wahl zwischen Lena und Tom. Dann dachte ich, Lena, glaube ich, okay, nicht. Okay, gut. Siehst du das genauso wie... ich musste jemanden... Wie dein Kollege? Wie dein Kollege? Ja. Mein Bruder, ja. Also, Tom, wieso ich? Ich weiß nicht, das war einfach so ein Gefühl. Ja, allein nicht, schon. Ich kann es nicht argumentieren. Wollt ihr was richtig? Bei Kahn wäre es vielleicht so wegen Druck, müsste dann einfach. Wollt ihr mal was richtig Ekliges hören? Nee. Aber was richtig Ekliges? Nee, will ich eigentlich nicht. Ja, los, komm. Ja, komm, jetzt erzählst du. Seid ihr euch sicher? Ja. Dann macht ihr, hört ihr nicht hin. Ich lasse es, ich lasse es. Danke. Wir lassen es. Leute! Ich finde es frech, dass ich hier gerade zweimal gewählt wurde. Ja, komm, heul leise, ist okay, Tom. Leute, das war eine XXL Wer würde eher Folge. Hier mit Tom, Lena, Danja und mir, Kahn. Ja. Ich bin Kahn, nur so zur Info, 33 Jahre alt, Content Creator auf YouTube. Meine Hobbys sind Basteln, Fahrradfahren. Ich finde das hat... Lesen. Ja, ist auch okay. Wer räumt das gleich auf? Ja, du. Ich sag die beiden. Und Tom. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es kommen noch weitere Challenges. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.